Herzlich willkommen zurück hier in Mordor. Ja, wir nehmen die nächste Mission an. Diesmal versuchen wir das hier. Drystra der Schläger. Wer auch immer Drystra der Schläger ist. Gucken wir ganz kurz. Drystra der Schläger. Drystra der Schläger. Nein. Nein, nein. 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 Drystra der Schläger. Ah, der wäre sogar von zwei der Hauptmann, oder? Nee, nur von einem. Okay. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Umzingel dich! Ich... Wobei, wir könnten natürlich auch mal die Bogenschützmission hier nochmal probieren. Das machen wir vielleicht jetzt mal. Liegt der Vergeltung. Die Flammen in seinen Augen sollen das Letzte sein, was die Diener... Ach, das war genau das aus nächster Nähe. In der Umgebung ein paar Fallen aufstellen. Wir haben einen Toten. Moment. Ich rieche etwas. Hier treibt sich ein Mörder herum. Okay, der war nah genug. So, noch einen. Der war weit, weit. Bleib stehen und kämpf. Hat gereicht, yeah! In der letzten Sekunde, juhu! Wir werden dich in meinst du, wirst versuchen, mich zu verdächtigen? Tja, war wohl nicht. Du willst immer noch kämpfen? Dann bin ich dein Gegner. So, wo wollten wir eigentlich hin? Dahin, genau. Wahrscheinlich nur Ratten. Scharfschützen schalten wir noch schnell aus. Ja, kümmert euch dann schön mal um den.
muss jetzt vielleicht noch ganz kurz Pfeile aufsammeln. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden! Und ich habe mir den guten Kampf erhofft. Eigentlich wollte ich ja nur Pfeile holen. Stattdessen habe ich jetzt einen Pfeil aufgebraucht. Na toll. Das war wieder mal richtig kontraproduktiv. So, um Verräter, Feinde und Rivalen ihrer gerechten Strafe zuzuführen, betätigen sich viele Uruks mit Freuden als Henker. Wird ihnen nicht Einhalt geboten, erlangen die Henker Macht. Misch dich in die Hinrichtung ein, um Saurons Armee zu schwächen. Huschel der Schläger. Du hast keinen Platz in unserer Armee. Das läuft nicht so, wie es geplant war. Okay, ganz kurz. Dushuk. Gegen wen? Das ist hier. Dushta. Was wissen wir über den? Ach, wir haben keine Details. Na toll. Da werden wir einfach mal so in den Kampf gegen den treten. Menschendreck! Die letzte Runde ging an dich, Made. Diesmal läuft die Sache anders. Deine Uruks werden dich in Stücke reißen. Nein, das ist der falsche. Was? Warum ist der jetzt? Ah doch. Ja, okay. In dem Fall ist der nicht aufgestiegen. Versuchst du es schon wieder? Meine Jungs erfahren davon und du wirst leiden. Das verspreche ich. Nein, diesmal. Bleib da. Stehen bleiben! So. Damit ist er nicht nur aufgestiegen, sondern gleich noch abgestiegen und gestorben. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das müsste doch jetzt eine Auswirkung haben. Der dürfte jetzt keinen Häuptling mehr haben. Also einer dürfte jetzt keinen mehr haben. Ne, der hat noch zwei. Nee. Verdammt. Müssen wir doch den machen. Okay, misch dich in das Fest mal ein, um Saurons Armee zu schwächen. Aber gegen den brauchen wir Pfeile. Das war, glaube ich, seine Schwäche vorher. Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Nee, keine Spur. Der Hauptmann verschwindet. Anstatt uns auf ihn loszulassen. Ich renne mal direkt durch die Ochs durch. So.
Orks veranstalten Festmale, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Orks in der Kunst des Grogtrinkens zu messen. Okay. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangen die Gastgeber Macht. Okay, Anne. Okay, das können wir vielleicht damit, wenn wir das einfach explodieren lassen. Fresst und sauft! Fresst und sauft! Fresst und sauft! Der hat doch Angst vor Feuer. Da drüben hat sich etwas bewegt! Mensch schießt Uruk ins Gesicht! Jetzt sieht Mensch Uruk Gesicht vor seinem Tod! Das wird leicht! Bleib da! So wird das nichts! Nee. Ich zermalme dich! Wir müssen mal mit Pfeilen. Ich lass dich wimmern wie ein Kind, na das toll. Um Gnade fleht. Ach, halt die Klappe. Also zurück. Tja, diesmal werde ich dich nicht so schnell töten. Nein. Nein! Dein Skalp bringt mir sicher eine Beförderung. Ach nee, nicht noch ein Jäger. Ich hasse Jäger. Okay, wir gehen jagen erstmal den hier. Wir gehen jetzt der Reihe nach, okay. Das ist unser nächstes Ziel. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Gut, ich würde jetzt vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Wir grasen jetzt einfach nacheinander die unterste Ebene ab, dann die oberste Ebene und so weiter. Das ist, anders hat es keinen Sinn, dafür sind wir zu schwach. Gut, das war es jetzt erstmal. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.